Aber Und für Rare haben sie 3,5 Millionen bekommen und dann das Geld konnten sie auch noch gut verwenden für Wii und DS. Nicht schlecht. So, du sagst aber. Nintendo hat ja auch mal was gemacht, was nicht ganz so gut war. Gute Einleitung. Letztendlich. Was schlecht ausgegangen ist für Nintendo. Das ist Aha. ja ein Thema, auf das du zu sprechen kommen wolltest. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, warten wir noch, bis wir die Stunde voll haben, bis wir bei 23 Uhr sind, aber egal. Ja, die 4 Minuten, die schenken wir uns. Und wo ist es denn, glaube ich, ein neuer reingekommen von unserer Liste? Oh, okay. Muss ich Habe ich jetzt gar vielleicht nicht drauf geachtet. mal darauf achten. Es geht auf jeden Fall um Sony versus Nintendo, also PlayStation-Fans versus Nintendo-Fans. Genau. Kennst du den neuesten Streich von PlayStation 4? Von wegen keine Abwärtskompatibilität bei Spielen und auch Hardware wie Das ist ein Controller. Witz. Das sollte eigentlich möglich sein, Das ist also. kein Witz. Das wurde auch schon offiziell bestätigt. Unfassbar. Das heißt, alles muss man sich ja neu holen. Das habe ich mir auch schon. Irgendwie habe ich das befürchtet. Das Sprichst. kriegen die irgendwie nicht hin mit der Abwärtskompatibilität, was Nintendo wesentlich besser macht, muss Ja, man so wirklich sagen. die Sachen von der Wii sind ja auch auf der Wii U zu benutzen. Oder GameCube-Controller und Spiele auch auf der Wii. Richtig, genau. Ja, die Also, meisten. Ja, red du erstmal weiter. Nintendo hat es in Sachen Abwärtskompatibilität auf jeden Fall mehr drauf. Auf der Wii U geht zwar auch nicht alles. Also Sachen von Drittherstellern von bestimmten gehen, glaube ich, nicht auf der Wii U. Aber alle Nintendo-Spiele mal auf jeden Fall und ein Großteil eigentlich aller Wii-Spiele geht da drauf. Also, Kann man also nicht meckern. schade, dass sie das nicht hinkriegen. Da habe ich Das ist auch, nicht. da habe ich dann auch auf Spieltipps einen Artikel drüber gelesen und da gibt es ja auch dann die Formspring-Kommentare und da kam dann wieder der legendäre, natürlich tägliche Krieg von wegen PlayStation und Nintendo. Klar. Und die meisten Leute, da habe ich ja so das Gefühl, wissen gar nicht, wie es mit PlayStation überhaupt angefangen hat. Genau. Das fing damals an, als Sega und Nintendo sich noch eine große Schlacht geliefert hatten. Das waren damals die einzigsten Videospielkonsolen, die ja auch einigermaßen akzeptiert wurden auf dem Markt. Da gab es zwar auch noch was anderes, aber das war meistens, naja, Pong oder die Atari-Konsole. Aber das ist wieder ein Ja, komplett. Atari gab's halt noch, ja. Das ist aber ein Thema, da habe ich jetzt keine solche Bewandtheit. Item! Ich will Item! Was habe ich denn hier? Einen blauen Panzer, den schieße ich jetzt einfach mal los. Gute Idee. Sega hat ja alle möglichen Konsolen damals rausgehauen zum Genesis. Was hatten wir da? Den 32X, den CD-Aufsatz und dann gab es da noch irgendetwas, glaube ich. Sega Saturn kam dann noch, glaube ich. Genau. Oder war das ein bisschen später? Ich weiß nicht. Nö, der kam. Der kam, glaube ich, schon so ziemlich zu dieser Zeit. Ja, auf jeden Fall hat Sega immer wieder versucht, Geld rauszuholen aus einer Sache. Und dann kam natürlich irgendwann der Super Nintendo, der grafisch und technisch auch sehr viel besser war als der Sega Genesis mit all seinen Zusatzhardware-Sachen, was schon ziemlich beeindruckend war. Und dann hat Sega halt versucht, auf CDs umzugreifen. Und naja. Nintendo wollte dann natürlich mitziehen. Ist zu Sony gegangen und hat gesagt, ey, macht uns mal eine Spielekonsole. Also, oder so ein Zusatz für die Super Nintendo Spielekonsole. Und die nennen wir dann PlayStation. Aber dann hat Nintendo auch noch den taktischen Fehler gemacht und ist auch noch zu Panasonic gegangen. Und was da ja bei rauskam, das wissen wir alle. Richtig. Was kam raus? Die gute alte GameCube. Ich dachte, das wäre die Wii. Was? Ich dachte, das wäre die Wii. Was? Wieso sagst du denn GameCube? Bei Panasonic die GameCube rauskam. Ich spreche. Ach nee, Quatsch, das war. Nee, 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 ich habe gerade den Namen verwechselt. Ich meinte Philips. Philips. Nee, ich meinte aber auch Philips. Glaube ich. Ja, ich meinte Und Philips. ich sprach Nee, auf. Philips war für den GameCube verantwortlich, bin ich ziemlich sicher.
Ich spreche auf jeden Fall auf den CDI an. Ach, CDI meinst du? Okay. Mhm. Ja, CDI natürlich, ja, den kennen wir. Ja. Sony hat davon natürlich auch Wind bekommen und dann gab es einen kleinen Krach zwischen Nintendo und Sony und am Schluss sind beide umgestiegen, beziehungsweise haben den Vertrag mit Nintendo gekündigt. Und so hat sich Sony entschlossen, die Idee zu einer eigenen Spielekonsole, der Sony PlayStation X, ja, umzusetzen, kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Und die CDI-Typen, die hatten jetzt auch noch die Rechte für Zelda und Mario. Und ja, da darfst du meinetwegen ein bisschen drüber reden, wenn du willst. Oh Mann, was die aus Zelda und Mario gemacht haben, mein lieber Scholli. Ja. Das ist unfassbar. Oh, es ist unfassbar. Spiegel. Dass Nintendo da nicht die Finger drauf hatte oder so, weil die waren ja wirklich grottig, diese Zelda und Mario Spiele. Also kann man eigentlich auch nicht wirklich als Zelda und Mario Ableger zählen irgendwie, weil dafür war es einfach zu grottig. Das hatte überhaupt nichts mehr mit anderen Mario Spielen oder Zelda Spielen gemeinsam. Es war einfach schlecht. Hotel Mario zum Beispiel. Hotel Mario, es ist. Da spielst du zwar mit dem Original Mario Sprite, den du aus Super Mario World kennst, aber das Einzige, was du machst, ist Türen schließen. Ja, richtig. Und was mache ich hier jetzt gerade für eine Scheiße? Ich bin mir sicher, dass ich mir gerade auch bei der Erklärung irgendwo einen Fehler erlaubt habe, dass ich irgendwas falsch gelabert habe. Aber Nintendo ist sozusagen die Mutter der PlayStation und das wissen viele Jugendliche heutzutage gar nicht mehr. Richtig. Die haben sich ihre Konkurrenz durch die PlayStation eigentlich selbst geschaffen. Mhm. Kann man so sagen. Wenn Nintendo und Sony damals wirklich eine gemeinsame Sache gemacht hätten, ich wette, die wären unschlagbar. Oh ja. Grafik und Prozessoren und so weiter von der Sony PlayStation 4 kompatibel mit den Spieldesigns von Nintendo. Wow. Mhm. Also da könnte jede andere Firma einstecken. Das stimmt. Aber es ist ja leider nicht dazu gekommen. Was ich sehr, sehr schade finde. Mich würde nämlich mal wirklich interessieren, wie das wohl so geendet wäre. Und die Macher der Final Fantasy Spiele, Squaresoft damals noch, sind dann natürlich auch zu PlayStation übergegangen. Weil wegen den CDs, die hatten einfach mehr Speicherkapazität als so eine Cartridge. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass Final Fantasy VII zum Beispiel knapp 30, 40 Cartridges hätte gebraucht hätte. Okay. Also N64 Cartridges, wohlgemerkt. Das ist krass. Dass es so viele waren, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben, in irgendeinem Magazin. Na gut, es war halt einfach die Videosequenz, alles, das war auf dem N64 einfach nicht möglich. Das ging nicht, ja. Aber damals waren wir auch keine Videosequenzen wie die von Final Fantasy VII gewohnt. Das war was völlig Neues für uns. Richtig. Heutzutage sieh dir Battlefield 3 an oder so. Heutzutage ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Aber damals hat's uns umgehauen. Mhm. Ey, ich bin über 7000 Punkte! Ja, und ich bin jetzt wieder deutlich unter... Ich hab das gar nicht gemerkt. Und ich bin durch eine ziemlich ungünstige Verkettung ungünstiger Umstände auf dem letzten Platz eben gelandet. Unfassbar. Ich frag mich, wann ich die 7000 erklommen habe. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, du bist im Moment nicht schlecht. Weil ich mich mal wieder überhaupt nicht auf das Fahren konzentriere. Ja, ich lass gerade auch nur einen fahren. Gott. Haha. Nenn mich doch nicht immer Gott. Tu ich auch gar nicht. Ich auch nicht. Oh Mann, ey. Aber ja, so kann es kommen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich in der Lage war, die Evolution der Videospielgeschichte mit anzusehen. Von 2D-Jump'n'Runs bis heute zum 3D. Ich finde das toll. Ja, auf jeden Fall. Das hat was.
Vor allem diesen Konsolenkrieg, den gab es ja bei PlayStation und Nintendo wirklich ja schon von Anfang an. Sony und Nintendo. Ich erinnere mich ja echt noch an die Zeiten, wo ich in der Schule war und all die coolen Typen auf einmal nur noch PlayStation spielen wollten und sich über mich lustig gemacht haben, wie ich denn diese ganzen Kinderspiele auf dem N64 nur spielen konnte. Wohlgemerkt, die waren damals alle 11, 12 und wollten ja unbedingt schon die super tollen Ego-Shooter und was weiß ich was spielen. Also, ach, hör mir auf. Diese möchtegern coolen Jungs. Aber ich muss sagen, Nintendo hatte immer viel mehr Sinn auf Spielspaß gelegt, anstatt auf Grafik oder irgendwas anderes. Richtig. Die haben immer das Spielprinzip geglänzt. Mhm. Muss man also wirklich sagen. Wuppaba. Ich bin froh, mit Nintendo aufgewachsen zu sein. PlayStation kam zwar dann später selbstverständlich auch dazu, aber das hat mich jetzt damals nicht ganz so gerissen. Also von wegen zu sagen, ein Fanboy zu werden, das bin ich auch heute nicht. Ja. Von mir zu behaupten, ich sei ein Fanboy, das ist so ziemlich der Schwachsinn, weil ich habe alles bei mir. Nintendo, PlayStation, Xbox, PC. Und ich sage, nichts ist besser oder schlechter. Jede Konsole hat seine Vorteile oder Nachteile. Das ist richtig. Was heißt Konsole? Ich sag mal besser Plattform, weil der PC ist ja keine Konsole. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, wüsste jetzt auch nicht, ob ich mich festlegen würde, ob ich jetzt die Xbox 360 oder Nintendo Wii besser finde. Es gibt ja wirklich beide Konsolen, haben ihre Spiele, die halt wirklich überragend sind. Yep. Das ist wirklich, und auch so ziemlich in derselben Anzahl, finde ich, also. Wow, ich bin fast wieder. 45 Punkte brauchst du nur noch. Oh Mann, das muss doch endlich mal hinhauen. Boah, wir feiern bald. Beziehungsweise ich habe ja schon meinen 7000er, du brauchst auch nur noch. Hast du einmal den 6000er geknackt, wird es dir auch nicht mehr genommen. Dann hast du den Erfolg freigeschaltet, genauso wie ich. Echt? Auch wenn du auf unter 6000 kommst, du hast es wenigstens einmal geschafft. Haha, sehr schön. Für mich beginnt dann nun das Rennen auf die 8000er. Mhm. Daniel, stimmt, so hieß der Typ, der da neu zu war. Mario Gamer. Daniel, genau. Mario Gamer irgendwas hieß er, glaube ich. Ich will dieser Strecke fahren, Mann. Ah. Oh, Vulkanrollen, das ist eine Strecke, wo man cheaten kann. Voll der Cheater. Voll lame. Ich hoffe, dass da jetzt. Oh, gut. Ich hoffe mal, falls sie gewählt wird, dass keiner cheatet. Das fände ich nämlich voll Hip-Hop-Face. Oh ja, das wäre wirklich voll Hip-Hop-Face, ja, das stimmt. Der hat auch sein Fett wegbekommen, der Olle. Oh ja. Aber richtig. Ist auch gut so, hat er verdient. Aha, der Olle Cheater. Aber echt. Außer bei GTA San Andreas darf man irgendwo cheaten. So sieht's aus. Aber ich kenne keinen, der bei GTA San Andreas nicht cheatet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste es, weil ich hab dieses Spiel nicht geschafft. Die letzte Mission ist so heftig, das schafft man gar nicht ohne Cheats. Ich hab's damals schon geschafft, aber ich meine im Allgemeinen, man muss einfach. Die letzte Mission ist zu heftig, wo du aus diesem brennenden Gebäude fliehen musst, ohne. Boah. Kann man voll vergessen. Ja, wir wollen jetzt nicht spoilern. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auch nicht sagen, wer der böse Drahtzieher ist. Ja, das stimmt, das sagen wir mal nicht, aber es ist schon wirklich schwer. Also dieses Spiel. Und es macht doch einfach viel mehr Spaß, wenn man cheatet irgendwie. Ich habe das Beispiel ja schon gebracht, von wegen alle Leute aggressiv mit Bazookas und 5 Sterne. Das ist genial. Und dann gibt es diesen Cheat statt im Chaos oder so ähnliches. Oh. Und dann zusehen, wie lange du überlebst. Oh ja. Das habe ich eigentlich auch immer gemacht. Mir 6 Sterne irgendwie angecheatet und angeguckt, wie lange ich gegen das Militär überlebe. Ich habe mich auch mal ziemlich lange verteidigt irgendwie. Auf welcher Plattform hast du das Spiel denn? PlayStation 2. Ich hab's für PC. Ah, okay. Ja, die PC-Version hätte ich eigentlich auch sogar ganz gern. Die kann man auch so richtig gut modden irgendwie. Mhm, da hatte ich mir auch einmal Kids aus Knight Rider reingehauen. Mhm. Das macht so Bock.
Oder wenn du dir dann den DeLorean von Zurück in die Zukunft reinhaust und dann fliegst. Einfach geil. Das hat was. Den Autos fliegen Cheat, den habe ich sowieso so gerne eingesetzt. Mhm. Das habe ich immer bei vor den Missionen gemacht, vor allem. Da gibt's echt eine Mission, wo du über die halbe Landkarte erst einmal musst. Und wenn du die nicht schaffst, jedes Mal wieder diese lange Strecke fahren, habe ich immer den Autos fliegen Cheat benutzt. Oh ja. Schneller zu machen. Was ich gehasst habe, war die Flugschule. Die habe ich nie hingekriegt. Oh, die war schwer, das stimmt. Da habe ich auch lange gebraucht.